Servus Leute, was geht? Kelvin von Check Notizen am Start. Heute schauen wir uns gemeinsam an, was kann denn die Gilde überhaupt? Was ist effektiv? Was sollte ich machen? Was sollte ich hier nicht machen? Und das schauen wir uns heute einfach mal gemeinsam an. Aber ihr wisst natürlich, wir haben natürlich mal wieder vorbereitet. Wir haben Schlüssel, die wir gemeinsam öffnen. Wir brauchen goldene Karten, vor allem der Ork wäre am wichtigsten. Und natürlich legendäre Karten. Der Rest ist nur noch Gold für uns. Aber wir schauen einfach mal gemeinsam rein. Ihr wisst Bescheid. Bei dem Video eigentlich holzen wir da ein paar Päckchen auf. So, Tanto, Splash. Wir drücken mal durch, bis was Goldenes kommt. Lederschwein, gut. Das geht auch gut. Fünfmal Orks. Oh, immer. Gib mir immer fünf Orks. Ich will den auf 15 haben. Wir gehen jetzt schon in die Golden rein, haben noch 5 vor uns. Das ist eine mega gute Runde. Der Luftikus noch. 4 Pyromanten. 4 Orks. Oh, ist gut. Okay, ein Strahlenbot, den habe ich schon voll. 5K. Und eine Rigi auch. Meta des Zorns, den auf 15 zu haben, wäre auch nice. So, nächste Runde. Nur 6 Stück. Boah, 58, 39. Das ist eine schlechte Runde. Okay, jetzt müssen wir mal Spielemeister. 4-mal Luftikus. Und jetzt nochmal den Ork. Oh, Rachegeist, das war eine weniger gute Runde. Aber schlechte Runden bringen uns zumindest immer Gold. Braucht man auch. So, da dreimal Nina. Das wird auch kurz vor dem vom Pool sein. Geist haben wir leider schon voll und Schnappranke haben wir leider auch schon voll. Ist natürlich Gold, aber bei Legendären hätte ich natürlich dann lieber so ein Rigi oder so. Ist Prinzessin. Okay. So, dann lieber so einen Schützen, den ich noch nicht voll habe. Anubis und Rigi, jawoll. Aber jetzt nochmal ein paar Orks, bitte. 2 Stück können wir noch aufmachen. Und wieder durch bis zum Goldenen. 5-mal Fuchsfee. Und den Kürbis. Da fehlen uns auch noch einige auf 15. So, letzte Runde. Komm, gib nochmal ein paar. Oh, ganz schlechte Runde, okay. 4-mal Felsenkong. 3-mal den Runenbeschwörer. Okay. War in Ordnung. Hätte besser sein können. Jetzt gehen wir in die Gilde. Ich bin aktuell bei Kings. Grüße gehen raus an meine Member. Wir sind Platz 5 hinter Kingdom. Das ist unser erster Account. Erster Account ist unser Erstclan. Mighty Ducks, Frost Smash ist vor. Ich bin hoffentlich bald auch in Kingdom. Über alles. Hab eigentlich immer gute Leistungen bei den Guild Wars und so, dürfte eigentlich nicht mehr lang dauern, bis ich da auch auf der 1 stehe. Womit fangt ihr an in der Gilde? Ganz wichtig, jeden Tag geht ihr hier rein ins Gildenhaus und holt euch erstmal eure 200 Fische gratis ab. Ich mache es jetzt immer so, weil ich relativ viele Diamanten habe. Ich kaufe immer die ersten 3 Stufen für 50 Gems, 100 Gems und 150 Gems. Da aber nicht jeder so viele Gems hat. Ich würde zumindest immer für 50 Gems kaufen, dass ihr so gesagt pro Tag 400 Fische macht. Das ist stabil. Und wenn ihr Gems übrig habt, könnt ihr immer kaufen, aber kauft nicht für 200, weil wenn ich jetzt für 200 kaufe, 200 ist das teuerste. Ihr zahlt so gesagt ein Gem für einen Fisch. Deshalb bis 200 ist es ein guter Deal, dann würde ich nicht mehr drücken. Weil wir können jetzt hier, wir können mal gucken, wir können noch ein, zwei Mal drücken. Das ist das Teuerste, was es gibt. Und warum das Teuerste zahlen, wenn es am nächsten Tag eh wieder günstiger wird und ihr wahrscheinlich eh nicht Tausende von Gems übrig liegen habt. Was kann man mit diesen Fischen machen? Die Fische sind eine Währung, die ihr nur in der Gilde ausgeben könnt. Aber was genau könnt ihr damit machen? Als allererstes schauen wir uns mal den Gildenladen. Das wird täglich geupdatet. Hier seht ihr schon einmal täglich, wöchentlich und auf einmal einlösen. Täglich. Täglich werden hier neue Runen, die ihr kaufen könnt, vorgestellt. Wenn ihr... Ihr habt ja alle ein Main-Team. Vielleicht habt ihr auch mein Main-Team. Checkt gerne mal das Video ab. Hier ein Spieler habt, wo ihr eine Rune noch nicht habt, der aber in eurem Main-Team ist und ihr euch das leisten könnt, dann kauft es auf jeden Fall. Auch wenn es sehr teuer ist, 14.000 für eine Dreier-Rune. Aber wenn ihr den spielt, ist es auf jeden Fall gut investiert, weil die Meta ändert sich jetzt nicht immer so schnell. Und wenn ihr da eine gute Karte habt oder vielleicht auch schon eine Karte, die ihr viel höher gelevelt habt als die anderen, und darauf eine geile Dreier- oder Zweier-Rune, oder wenn es nur eine Einer-Rune ist, die ihr noch nicht habt, dann kauft die dort gerne mit Fisch. Kommen wir zum Wöchentlichen. Mein Favorite. Ich würde zum Beispiel die untere Reihe
würde ich euch niemals empfehlen, wo ihr so gesagt Fische ausgibt für einen Random Rune 1, Random Rune 2 oder Random Rune 3. Würde ich nicht machen, ist alles zu teuer. Dadurch, dass es so viele unterschiedliche Monster gibt, mit denen man spielen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das für einen kriegt, wo ihr nicht schon habt oder wo ihr überhaupt braucht, ist sehr, sehr gering. Deshalb finde ich, das ist ein bisschen arg großer Gamble, habe ich noch nicht gemacht, werde ich auch nicht machen. Ich bin großer Freund von den Büchern. Denn die Bücher, die ihr euch kaufen könnt, mit diesen Büchern, da macht es eigentlich keinen Unterschied, welches Paket ihr kauft. Mit den Büchern, können wir uns einmal gemeinsam anschauen, da müssen wir wieder auf den Hauptbildschirm, könnt ihr hier für eure Tricks, könnt ihr die verbessern. Wir haben zum Beispiel die Bombe voll. Ich möchte nebenher natürlich, ich habe alle mal gekauft, ich möchte alle auch voll machen natürlich. Gerade auch für die Guild War, das kommt im nächsten Herobomb-Video, da erkläre ich euch genau, wie funktioniert die Guild War, was machen wir da. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Abo da lassen auf Ehrenbruderbasis. Mit den Büchern, die ihr da mit Fischen kaufen könnt, könnt ihr hier aufwerten. Die Tricks sind sehr effektiv, zum Beispiel die Bombe auf Stufe 5. Hier seht ihr mein Team, deshalb will ich auch den Ork haben. Ist extrem wichtig. Das ist mit den Fischen, sag ich mal, Runen und dann kommen auf jeden Fall die Bücher. Denn das ist das Ziel mit den Fischen, die ihr habt, die ihr euch erspielt, ist es, euer Main-Team besser zu machen. Ihr wollt besser werden. Euer Team upgraden und deshalb gebt ihr die Fische auch dafür im ersten Sinne aus. So, wieder zurück auf dem Gildenladen, deshalb Bücher OP. Kommen wir zum Gamble schlechthin. Hier seht ihr, man kann sich eine Nummer 2 Rune, Nummer 3 Rune und eine Nummer 4 Rune kaufen. Was braucht man dafür? Ihr seht diese Groschen und ihr seht oben die Leiste. Wenn ihr eine Level 1, Level 2 oder Level 3 oder Level 4 Rune zieht, die ihr schon habt, kriegt ihr die in Punkten da oben angezeigt. Das heißt, ihr könnt keine doppelt haben, dafür kriegt ihr dann diese Punkte. Mit den Punkten könnt ihr euch entweder direkt Sachen kaufen oder ihr gambelt hier. Zum Beispiel, wir müssten für eine Level 4 Rune 50 ausgeben plus 9500 Fisch. Extrem teuer, lohnt sich aber in meinen Augen tatsächlich auch nur für Level 4 Runen, weil ihr seht, Level 4 Runen kriegen wir nirgendwo. Kriegen wir vorne nie angezeigt, kriegen wir bei wöchentlich nie, kriegen wir nur hier. Das heißt, wenn ihr Fische übrig habt oder wenn ihr auf Level 4 Runen gambeln wollt, weil Level 4 ist sehr, sehr schwierig zu bekommen, auch durch die Rewards oder so, ist es fast super unmöglich, da gescheite und viele zu bekommen. Deshalb ist es der einzige Gamble, den ich euch da empfehlen würde. Kommen wir zum letzten Punkt, die Gildentech. Die startet auch direkt mit der Gildentech. Darauf habt ihr aber keinen Einfluss. Das heißt, hier kann nur mit diesen, was auch immer das da oben sein soll, kann nur euer Clanführer upgraden. Was natürlich auch OP sein kann für euch und da wird auch niemand irgendwelche Groschen rumliegen lassen. Das ist alles gut für euch. Darauf habt ihr aber keinen Einfluss. Ihr habt nur Einfluss, wenn ihr unten links drückt, auf die Omega-Technologie. Hier habt ihr drei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe das mal ein bisschen, sag ich mal, gerankt. Als allererstes ist die Schwarmtaktik sehr wichtig. In der Guild War könnt ihr, wenn ihr nichts gemacht habt, hier nur ein Team einsetzen. Das heißt, mit einem Team sammelt ihr Punkte für eure Gilde und ihr möchtet natürlich auch, dass eure Gilde gewinnt. Und diesen Erz, den ihr einsammelt, wird umgewandelt in Fische. Durch eine gute Guild War kann ich bestimmt 6.000, 7.000 Fische machen. Und das ist natürlich, überlegt mal, 7.000 Fische, das sind über 15 Tage, wo ihr euch täglich anmeldet und diese Sachen abholt und auch noch Gems dafür ausgibt. Deshalb macht die Schwarmtaktik voll. Das könnt ihr zweimal upgraden. Einmal upgraden heißt, ihr habt zwei Teams. Zweimal upgraden heißt, ihr habt drei Teams. Das ist auch das Maximale. Dann könnt ihr drei Teams einsetzen und gleichzeitig Erz sammeln. Für euer Team ultra wichtig, um die Guild War zu gewinnen und für eure Fische wichtig. Das zweite ist, gib mir mehr. Habt ihr viermal die Möglichkeit abzugraden, ist extrem effektiv. Wenn euch noch viele Karten fehlen, umso mehr ihr da upgradet, umso mehr Karten könnt ihr anfordern in eurer Gilde. Das bedeutet, wie ihr zum Beispiel jetzt hier seht, ich kann mystische Karten anfordern. Ihr dürft ja alle 8 Stunden anfordern. Ich kann dreimal am Tag in meinem Clan einen Ork anfordern und krieg so gesagt am Tag 3 goldene Karten von meinem Team. Oder eben 6 seltene oder 3 epische. Das ist natürlich, da habt ihr viermal die Möglichkeit abzugraden. Habe ich auch sehr, sehr schnell gemacht, weil dadurch, wenn euch Karten fehlen, ist es extrem effektiv,
weil ihr halt viel mehr Karten anfordern könnt. Was ich etwas unnötig finde, deshalb würde ich das auch nicht machen, ihr kostet erst Update auch schon 5000, ist die Omega-Aufladung. Das ist bezüglich Energie im Guild War, finde ich, relativ unnötig. Würde ich auf jeden Fall nichts dafür ausgeben, außer ich habe mal ganz viele Fische übrig. Aber davor würde ich mir immer ganz viele Bücher kaufen. Deshalb lasst da die Finger davon. Ich erkläre euch auch warum im nächsten Video, wo wir uns die Guild War genau anschauen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sind aktuell Platz 74 der Welt. Die Season geht nur noch 2,5 Tage. Wir versuchen da noch so hoch wie möglich rein zu pushen. Und deshalb Grüße von mir. Hoffentlich im nächsten Video seht ihr mich wieder weiter oben, weil dann müsste das auch vorbei sein. Und ich möchte auf jeden Fall noch so ein cooles Abzeichen sammeln, wie die hier, Nummer 46 oder Nummer 55. Und deshalb bin ich raus. Ich wünsche euch was. Peace to the mouth.